Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Auf dem Weg zur Post. Dann zeige ich euch mal so einen kleinen Einblick in meinen Alltag. Alter, der Wind ist heute so schlimm. Echt abnormal. So, kleiner Sprung. Post war leidend. Da war einer, der hat seinen Brief irgendwie verloren. Also ist irgendwie nicht angekommen, hat er ihn gesucht. Hat Ewigkeiten gedauert. Da war ich noch schnell beim Aldi. Hab mir was gegönnt, weil ja, ich bin schon seit 6 wach. Normalerweise esse ich nichts in der Früh, aber für mich ist es ja nicht mehr in der Früh. Hätte ich normalerweise auch gefilmt, aber heute war so viel los im Aldi. Ja, was geht bei mir so ab? Ich war seit 6 wach, hab gearbeitet. Ihr wisst ja, wer meine Videos schaut, der weiß, dass ich letzte Woche, vor ein paar Wochen, bei einer Agentur war, Nachrichtenagentur. Da habe ich so ein Jonas Brothers Video gedreht, oder erstellt, nicht gedreht. Ja, das war Probearbeit, jetzt im März. Fange ich da oder habe da angefangen regelmäßig zu arbeiten, und gestern und heute waren meine zwei ersten Schichten, zweimal die Woche auf Freelance freie Mitarbeit. Erstelle ich ein paar Videos, pro Video werde ich bezahlt. So, heutige Themen waren der Tod von Luke Perry, sagt euch wahrscheinlich nichts, der hat bei Beverly Hills 90210 damals mitgespielt, und zweites Thema war Woslo. Ich glaube, die hießen so. Woslo. Und die führen jetzt ein Tempolimit ein in ihren Maschinenautos. Maximal 180 km/h. Weil sie für Sicherheit sorgen wollen. Also falls ihr irgendwo im Internet auf 1&1, Arcor, GMX, was weiß ich, unterwegs seid, seht ihr vielleicht meine Videos, die ich heute erstellt habe. Und dann normalerweise danach, also ich weiß jetzt nicht, jetzt ist ja neu mit diesen neuen Zeiten und neuen Sachen, die ich mache. Also jeder Tag ist eigentlich ein bisschen anders, aber so im Groben kann man sagen, dass ich in der Früh aufstehe. Jetzt zum Beispiel Montag, Dienstag diese Arbeit mache. Aber normalerweise gehe ich dann raus, habe eine kleine Tour. Jetzt ist ja zum Beispiel kein Event. Heißt, ich gehe Arenen machen. Und der Wind ist so heftig, Alter, ihr seid fast runtergefallen. So. Setzen wir uns rein. Mehr zu den Arenen gleich noch, aber wir müssen erstmal weiter hier. Zu windig. So, kleiner Zeitsprung. Wir haben die Arena-Tour beendet. Jetzt auch schon Nachmittag. Ich habe gegessen. Ich habe ein paar Sachen erledigt. Ich habe meine normale Arbeit erledigt. War nicht viel los. Wind draußen ist richtig schlimm. Ich habe noch 2 Raids mitgenommen, also alles erledigt. Ein paar Nachrichten beantwortet, ein paar E-Mails, ein paar Kommentare, ein paar Sachen erledigt eben. Zum Beispiel unter anderem, darum geht es ja heute, was habe ich genau gemacht? Ich habe zum Beispiel mit der geschrieben, die mir dieses Licht geschenkt hat. Dieses hier, Moment. Bam. Da habe ich ihr das Video geschickt, hat sich gefreut, war alles in Ordnung. Hat mich auch gefreut, das Licht geschenkt zu bekommen. Dann habe ich mit dem Typen geschrieben, der mich eingeladen hat für dieses Event, das Ostwind-Event. Checkt das Video ab. Und wenn ihr mich supporten wollt, ihr könnt immer, wenn ihr mich supporten wollt, das Video liken, kommentieren und abonnieren. Aber insbesondere, wenn ihr dieses Video hier liked, bringt es halt nochmal ein bisschen mehr, weil dann sieht der Arbeitgeber sozusagen, ja, dass es ganz gut ankam. Und dann kriegen wir vielleicht öfters Aufträge. Also falls ihr mich diesmal besonders unterstützen wollt, geht auf dieses Video und liked es. Ich denke, es war ein cooler Einblick. Da habe ich zum Beispiel noch eine Kooperation angefragt bekommen. Die werden wir wahrscheinlich so Samstag drehen. Da habe ich jetzt ein bisschen Infomaterial bekommen. Das habe ich den Jungs weitergeleitet, damit die auch informiert sind. An sich eine coole Sache. Ist so ein neues Kartenspiel. Ist so ein Mix aus einem normalen Kartenspiel, einem TCG, das man kaufen kann mit Boostern und so, mit realen Karten. Und eine Mischung aus einer App. Und ihr wisst ja, wir haben Yu-Gi-Oh! Früher gezockt. Ich zocke immer noch Hearthstone. An sich habe ich jedes Trading Card Game gezockt. Ich habe damals Marvel gezockt, Naruto, One Piece, Simpsons, also Duel Masters. Ich habe wirklich alles gezockt, außer Magic. Da habe ich mich nie rangetraut. Dementsprechend hat das natürlich perfekt gepasst. Und dann treffen wir uns Samstag, werden was dazu drehen. Wenn wir uns genug informiert haben, aber sollte alles klappen. Schauen wir mal, ich hoffe, es kommt gut an bei euch. Ich habe halt nur die Befürchtung oder eine kleine Sorge, dass zu viel auf einmal jetzt kam. Es war halt jetzt zufällig dieses Event und dann auch noch diese Anfrage mit dem Kartenspiel. Und vor allem diese YouTube-Zuschauer, also ihr, die haben so ein Kurzzeitgedächtnis. Die sehen nur, oh, 2 Kooperationen innerhalb von einer Woche, 2 Wochen. Direkt Dislike, direkt, oh, Geldgeier, bla bla.
Aber wenn man es gesamt betrachtet, ist das keine Ahnung. Also weiß ich wie viele. Also ich habe nicht, bisher nicht viele Kooperationen gemacht und die letzte richtige große war irgendwann im September, also vor 6 Monaten oder so. Aber das sehen die Zuschauer meistens nicht. Die sehen einfach nur, zwei in einer Woche, was halt schlechtes Timing ist. Ja, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ich will natürlich, dass es auch gut ankommt beim Arbeitgeber. Ich kann halt jetzt schon sagen, es gibt direkt Dislikes, unabhängig vom Video oder vom Produkt, weil es einfach mit dem hier in so einer kurzen Zeit zusammen war. Aber naja, mal schauen. Also eigentlich ist es ziemlich geil, dass jetzt so ein paar Anfragen reinkommen, weil ich habe ja gesagt, 2019 wird abgehen bezüglich Pokémon Go, aber natürlich auch bezüglich des Channels. Das heißt, ich versuche da mehr zu machen, versuche auch ein paar Kooperationen zu finden. Also da wird jetzt auch ein bisschen mehr gesucht, da habe ich echt eigentlich gar nichts gemacht und das ist eigentlich ein Gebiet, eigentlich ein sehr gutes Gebiet, das man ausweiten sollte und da dann ein kleines Standbeinchen aufbauen sollte und da ein bisschen Income-Einkommen reinkommen müsste eigentlich. Heißt aber jetzt nicht, dass ich jeden Schmarrn annehme, weil bisher habe ich es auch nicht gemacht und selbst obwohl ich so klein bin, kommt halt echt eine Menge dubioser Anfragen. Die sind echt dubios, wenn ihr wüsstet. Und wenn ich da echt jedes angenommen hätte, hätte ich schon eine ordentliche Stange Geld gemacht. Aber bisher habe ich meiner Meinung nach echt nur Sachen angenommen, die mich persönlich interessieren, die cool sind. Wie zum Beispiel das Event, hey, wer sagt denn nein? Oder eben jetzt dieses mit dem Kartenspiel, was demnächst kommt. Weil wir sind TCG, Leute. Also ich versuche da schon verantwortungsvoll nur die Aufträge anzunehmen, die mir auch persönlich taugen oder wo ich mir denke, das ist eine gute Marke, ein gutes Produkt und ja, das könnte euch auch interessieren. Weil wenn ihr wüsstet, was da für dubiose Angebote alles kommen, vor allem geht das an jetzt die ganzen Hater, die sagen, Hong, du Geldgeiler, du nimmst jeden Scheiß an. Nein, Mann. Wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt. Selbst auf meinem Level, ich könnte wirklich beinahe jedes Video irgendwie vermarkten. Die Frage ist halt, wie lange das gut gehen würde. Wahrscheinlich nicht lange, bevor die Leute abspringen, aber rein theoretisch. Und da ich das nicht mache, seht ihr ja, wie viele Angebote ich annehme, beziehungsweise wie geldgeil ich wirklich bin. Aber naja, das war nur so ein kleiner Einblick hinter die Kulissen bezüglich Promotions oder Product Placements. Es werden auf jeden Fall ein paar mehr kommen, aber wie gesagt, ich hoffe nur gute Sachen. Wie zum Beispiel jetzt an Schweinfurt, wurde ich eingeladen. Habe auch gestern mit der Vanessa wieder geschrieben, ist mir wieder eingefallen. Habe ihr geschrieben, dass wir demnächst wieder ein bisschen mehr Zeit haben zum Drehen. Und ja, wie das Ganze dann noch genau abläuft. Und da haben wir uns das gestern auch ein bisschen ausgetauscht. Das wird dann auch demnächst gedreht. Sie will einen kleinen Clip, Promo-Clip haben, den sie dann vor ein paar Videos, vor ein paar Filmen in der Vorstellung laufen lässt. Richtig verrückt. Alter, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie so im Kinosaal einfach so auf einmal, oi da, was geht ab, Leute, kommt. Natürlich nicht in jedem Film, also sie kann jetzt nicht einfach so vor einem Marvel-Film mein Promo-Video laufen lassen, aber vor bestimmten. Ich habe noch keine Idee, da muss ich mir auch noch Gedanken machen, was wir genau drehen. Ein Skript und sowas. Und auch ein Skript für jetzt das Video Scratch Wars Video. Ich habe ein bisschen was. Erstmal, wenn ihr das seht, dann sind X-Rays. Viel Glück euch allen. Aber ihr seht das ja, bevor wir das drehen, das Promo-Video. Also falls ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir das verarbeiten können, könnt ihr das ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann habt ihr nicht nur einen Einblick hinter die Kulissen, was ich so YouTube-mäßig mache, sondern könnt sogar mitwirken. Abgesehen davon habe ich Donnerstag noch ein Meeting. Also ich habe erstmal einen Termin nachmittags und dann noch ein Meeting am Abend für ein neues Projekt, nochmal Freelance irgendwas, was ich auch noch versuche unterzubringen. Und morgen Raid-Tour, also nach den X-Raids, einfach ein bisschen raiden mit den Leuten. Zum Beispiel da ist dann mein Alltag natürlich ein bisschen anders, weil, oder wenn Event ist, dann ist es auch natürlich anders, weil dann bin ich am Zocken. Das heißt, arbeitstechnisch mache ich irgendwie alles in der Früh oder am Abend oder irgendwo, wo ich es halt unterkriege. Ich bin da recht flexibel, weil viele immer fragen, ob ich überhaupt arbeite oder wie oder wann. Ich habe halt Glück, dass ich weiß nicht, ob ich mich selbstständig nennen kann oder freiberuflich halt. Alles sehr frei, auch mein normaler, richtiger Job, den ich teilweise mache, ist halt über den Tag verteilt, kann ich machen, wann ich will. Hauptsache, es wird irgendwie, irgendwann, irgendwo erledigt. Dann ist zum Beispiel heute Abend ein Stream, muss ich vorbereiten und dann auf Instagram nochmal posten. Heute werden ein paar Freundschaften geschlossen, bisschen leider Ausstieg mit den ganzen Zuschauern, die ich letztens geerdet habe. Ja, das ist so der Alltag, wenn kein Pokémon Go Event läuft. Ich habe zum Beispiel gestern noch eine Nachricht bekommen von Markus auf Facebook. Erstmal, sorry, wie ich zuerst reagiert habe, aber er hatte eine Idee, dass wir zum Beispiel nicht nur die Konter von dem neuen Pokémon, zum Beispiel hier, Dialga kommt, und da erzähle ich euch hier einfach so den Kontern, nicht nur die Konter zeige oder aufzähle, sondern auch wirklich in Aktion zeige. Zum Beispiel Duo Raids oder so. Problem ist halt, es ist schon schwer genug am ersten Tag hier zum Beispiel, dass ich überhaupt die Raids finde. Da dann die noch im Min-Versuch zu machen, also einen Typen aufzugabeln, mit dem ich das dann mache, weil meistens ist es ja irgendwann mitten in der Woche kommt der neue Raid-Boss. Ist schon schwierig.
Und zweitens habe ich selber nicht immer die perfekten Konter oder genug Konter davon. Also es ist immer so eine Sache. Aber wie es halt immer so ist, von seiner Grundidee aus habe ich eine Idee für ein anderes Konzept, für ein anderes Format entwickelt. Und zwar fragen mich auch viele Leute immer, Hong, zu wie viel schafft man das, wenn man Level bla 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 ist? Und dann sage ich meistens, habe leider keine Ahnung, weil dieses Level war ich schon sehr lange nicht mehr. Zum Beispiel Level 30. Hong, wie viele Level 30er braucht man für diesen neuen Raid Boss? Ganz ehrlich, kann ich leider nicht sagen, weiß ich nicht, weil als ich Level 30 war, Alter, da gab es noch nicht mal das erste Pokémon Go Event. Ich bin Level 30 geworden, das war vor dem allerersten Pokémon Go Event. Geschweige denn Raids. Ja, und meine Idee war jetzt so bei Pokébattler zum Beispiel zu schauen, okay, wie viele Leute braucht man auf Level 35 mit Durchschnitts-Machomai oder Durchschnitts-Kontern. Jetzt nicht alles 100%, jetzt nicht alles auf Max gepusht, sondern wirklich so Durchschnitt. Und dann schaue ich vielleicht so, okay, wie viele Leute braucht man auf Level 30 und so weiter. Wie viele Leute braucht man, wenn man nicht maximale Konter hat, sondern auch nur den zweitbesten Konter, den drittbesten Konter und so weiter. Also falls euch das interessiert, könnt ihr das unten in die Kommentare schreiben. Dann wird das vielleicht nicht ein eigenes Format, aber wenn ich so drüber rede, über die Konter, kann ich das dann mit irgendwie einfügen, falls euch das gefallen würde. Und mein Boss wollte sich eigentlich auch melden. Das ist auch schon 2 Wochen her, also Hong, wann hast du mal wieder Zeit zum Telefonieren? War ja noch ein Projekt für mich am Start vielleicht. Muss mal schauen, wie viel Kapazität ich noch habe. Wollte er mal mit mir besprechen, ob ich das übernehmen kann oder übernehmen werde. Was natürlich an sich höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil erstens will ich mich nicht übernehmen. Mache eh schon wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Und zweitens haben wir ja die Deutschlandtour vor. Und ich dieses Projekt übernehme auch noch. Also jetzt ist noch möglich, weil alles, was ich mache, kann ich rein theoretisch auch unterwegs machen mit dem Laptop. Ich mache ja eh alles Homeoffice momentan. Also ist egal, ob ich zu Hause bin oder irgendwo in Deutschland für die Deutschlandtour. Aber wenn ich noch was übernehme, dann wäre es, glaube ich, zu viel. Also falls, muss man mit meinem Boss reden. Also wieso rede ich eigentlich mit euch? Also falls ich das übernehme, was er mir vorschlagen will, dann wahrscheinlich erst nach Mai, weil Mai, denke ich, wird die Deutschlandtour stattfinden. Das heißt, darüber oder dafür muss ich mich auch noch informieren. Ist ja kein Zuckerschlecken, einfach so. Kann ja nicht einfach so losfahren. Man braucht ja echt Vorbereitung. Das richtige Equipment, dies, das. Das sind so momentan die Sachen, die ich geplant habe, um die ich mich kümmere, was so bei mir im Leben abläuft. Weil viele fragen immer, ja Hong, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Bist du arbeitslos? Zockst du nur Pokémon? Wie kriegst du das hin? Pokémon, Arbeit. Ich habe noch paar Videoideen natürlich, kann ich euch auch noch erzählen. Die Interviews kommen ganz gut an, manche mehr, manche weniger. Tut mir leid, TZ. Im Nachhinein hätte ich natürlich dasselbe gemacht wie jetzt mit Max, aber ich meine, ich hätte nicht erwartet, dass die Qualität, Tonqualität so schlecht ist. Also erstmal so schlecht ist sie auch nicht. Also jeder, der geschrieben hat, es ist unschaubar, der übertreibt eh nur. Aber es verstehe natürlich schlecht oder nicht ideal, sagen wir es so. Aber da habe ich zum Beispiel 2 potenzielle Interviewpartner noch. Die wissen halt nichts davon. Muss ich auch noch kontaktieren, mit denen schreiben. Und jetzt dann natürlich noch das neue Format. Ich bewerte Accounts. Das war ja die Testphase und jetzt kamen noch ein paar Ideen rein. Also erstmal kamen viele Anfragen rein für Teilnehmer, für die nächste Folge. Muss ich auch irgendwann mal abspeichern und sortieren. Aber es kamen jetzt auch noch Vorschläge rein, wie ich das Ganze besser bewerten kann. Das muss ich mir auch nochmal genauer anschauen und dann noch ein System ausklügeln. Und ein anderes Video, das ich vorhatte, war, wo war denn das? Da habe ich nämlich vor kurzem einen IV-Checker getestet. Und zwar Kalki-IV, genau. Oha, das ist schon 3 Wochen wieder her. Die Zeit vergeht so schnell, Mann. Alter, ich dachte, das wäre letzte Woche gewesen. Auf jeden Fall habe ich Kalki-IV getestet. Und dementsprechend werde ich auch Pokégenie testen. Das muss ich auch noch die Woche, wenn kein Event dazwischen kommt und ich irgendwas anderes machen muss. Wollte ich das auch noch machen. Vor allem der Vergleich zwischen den 2 Apps. Aber ansonsten war es das erstmal. Muss mal schauen. Ich habe gehört, irgendwie heute 18 Uhr ist so eine kleine Demo. Was heißt klein? Ich habe echt keine Ahnung. Eine spontane Demo gegen Artikel 13. Werde ich versuchen vorbeizuschauen. Aber habe nicht vor, da irgendwie irgendwas zu filmen. Ich werde euch davon vielleicht auf Instagram berichten. Also schaut da vorbei. Aber das war's von mir, Leute. Ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Was bei mir so geht. Zwecks Leben, Arbeit, Pokémon Go, YouTube. Ich hoffe, es war interessant für euch, weil viele immer danach fragen, was ich genau mache, wie das genau abläuft. Falls euch das gefällt, kann ich das ab und zu mal öfter machen. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.